Ich hab Geschenke nicht mehr gegeben. Du musst aufpassen, an den Gefährtengeschenken steht immer dabei, ob es großer, mittlerer oder kleiner Einfluss bringt. The power of the dark side, 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 side. Und oder keinen Einfluss. Und wenn es keinen Einfluss bringt, dann würde ich das nicht dem passenden Gefährten geben. Weil du kriegst ja im Verlauf der Story noch mehrere Gefährten. Also wenn da steht, benutzen, überreiche deinen Gefährten ein Geschenk, um deinen Einfluss zu erhöhen. Kommt später dann noch, wenn du den Gefährten gerade da hast, weil du halt nicht mit uns in der Gruppe bist, steht dann dabei, ob es keinen Einfluss, kleiner Einfluss, mittlerer Einfluss oder großen Einfluss bringt. Okay. Und im besten Fall nur Geschenke geben, die großen oder mittleren Einfluss bringen. Weil du wirst im, also bis Level 50, der Story bis Level 50, wirst du insgesamt 5 oder 6 Gefährten insgesamt ansammeln. Und irgendwas mag jeder am liebsten. So das, was du jetzt mit klein hast, wird bei einem anderen groß sein. Und deswegen lohnt es sich dann, das aufzuheben. Bis der Spawn, können wir da ein bisschen... Kann du nicht alles einsammeln. Was? Bis der Spawn, kann man ein bisschen über Berufe quatschen? Also, man kann doch den Begleiter irgendwie losschicken oder sowas, war das nicht so? Genau, du drückst auf B. Mhm. Dann wählst du dort deinen Herstellungsberuf aus. Plündern oder Cybertech? Cybertech in deinem Fall. Ja. Und dann kannst du jetzt dort auswählen, was er herstellen soll oder wo, was er herstellen kann. Du wählst es aus mit der linken Maustaste und klickst dann rechts unten auf Herstellen. Aber weil du bevorzugter Status bist, kannst du immer nur ein Item zur selben Zeit herstellen. Als Abonnent kannst du eine Warteschlange von 6 Stück hintereinander einreihen. Ich kann ohne rechts nur die Wette auswählen. Ah, du. Erschreckt mich doch nicht. Du hast nicht genügend Materialien. Da musst du links oben was anderes auswählen. Was kämpft denn du? Da kommt gleich der Boss und da steht schon jemand in der Warteschlange. Das heißt, wenn man den... Zuerst angreift, hat er Ich habe eine neue Brustrüstung gekriegt und eine neue Robe. Ich habe neue Handschuhe und einen neuen Rock. Gürtel ohne Relikt. Schuhe ohne Relikt. Also warte, Handschuhe und gewährtes MK2 Relikt. Was ist Relikt? Schmuckstück. Und meine Schuhe waren sogar besser als die lilanen. Ja, bei mir waren die Handschuhe auch besser. Ja. Naja, weil das, was wir jetzt wieder gekriegt haben, ist halt wieder auf unser jetziges Level ausgelegt. Das ist bei den Heldenquests in der Belohnung ist immer das drin, was wir gerade für fürs jetzige Level brauchen. Wir haben hier entlang noch eine andere Quest. Wo genau ist sie entlang? Ah, da. Das wurde im PvP. Charge. Kann man sich nicht Titel selbst beschreiben? Charge Lord. Oder sowas? Wäre doch bestimmt lustig. Oder MC Badegabe.
Irgendwie jedes Mal, wenn irgendwie eine Leiche einsammelt, rennt er bei mir auf der Stelle und dann ist er weg und ist vorne. Du bist falsch. Ja, ich bin rechts abgebogen, aber du bist einfach geradeaus weitergelaufen. Nee, er war ja schon am Chargen. Das war schon im Flug. Ja. Ausrede. Da war schon die gewisse Portion Bohnen konzentriert. Wenn du mal Lichtschwerter siehst, bin ich schon längst im Flug. Oh, den erkennen wir nicht kaputt machen. Und kann mit dem Pablo. Wagst du es, vor den großen Lord der Sith, Nil Veneris, zu treten? Ja. Den Meister der immerwährenden Finsternis? Ja. Antworte mir, welche Unverschämtheit führt dich zu mir, Sklavin? Guck da mal, was ich auf dem Kopf hab, also. Ihr seht nicht aus wie ein Sith Lord. Und ihr tragt ein Sklavenhalsband. Was? Fürchtest du mich denn nicht? Du bist keine Sturm, willenlose Marionette, so wie die anderen? Ich verstehe das nicht. Natürlich bin ich keine Marionette. Dann verliert die Macht, die hinter allem steckt, die Kontrolle. Ich war Teil einer Expedition, die das Imperium in den Tempel der dunklen Seite schickte, um seltsame Aktivitäten zu messen. Doch schon bald haben wir uns verändert. Ich wurde der mächtige Lord Veneris. Die anderen wurden meine gehorsamen Anhänger und Diener. Das sollten wir nochmal von vorne durchgehen. Wir haben Daten für das Imperium gesammelt. Aber dann hat etwas von uns Besitz ergriffen. Seltsam, dass ihr nichts davon gespürt habt. Es ist schon seltsam, dass ihr überhaupt hier seid. Ich dachte, das Imperium würde niemanden mehr herschicken. Was genau macht ihr hier? Ich erweise dem Imperium einen Dienst. Die Imperialen haben die Suche nach den kostbaren Daten also doch nicht aufgegeben. Das ist gut. Denn wisst ihr, seit ich wieder bei Verstand bin, habe ich Sorge, dass meine Anhänger an meiner Führungskraft zweifeln könnten. Ich will meine Macht nicht verlieren, ich will kein Sklave mehr sein, aber vielleicht könnten wir einander helfen. Es wäre leicht für mich, euch und eure Anhänger zu beseitigen. Ja, das stimmt schon, nur... Ey, warum doch Stuart reden? Bin ich der Einzige, der die anderen dazu bringen kann? Wir haben beide 121, ich bin für Lady First. Alles, was ich weil bin. Ist, dass ihr die Symbole von Lord weil er dann intern nochmal würfelt. Die Leute, die von seinen Feinden besessen waren, haben sie gestohlen. Die Symbole werden helfen, den Glauben meiner Anhänger an mich zu stärken, sie im Traum festzuhalten. Ich garantiere für nichts. Seid vorsichtig. Veneris alte Feinde werden erbittert kämpfen. 0 von 3. Ja. Wir müssen jetzt drei mit so einem silbernen. Wem ist dieses kleine Roboter-Ding da? Was aussieht wie ein Staubsauger-Roboter. Impi. Was mit dem? Der saugt hinter uns her. Ja. Ja, ist ja auch ein Haustier. Boah, die kann ja charge. Ich bin schwer beeindruckt, also ich konnte jetzt nicht mitkämpfen. Charge die einfach drin. Zack, so geht es. Der Macht. Suchst du bestimmt? Ja, die mit einem silbernen Symbol. Aber ich dachte, wir können ja erstmal überlaufen zu deiner Quest wieder. Ah, okay. Und auf dem Weg da noch mal alles mitnehmen. Oder? Da war jetzt auch gerade eins dabei. Ja.
Also ich habe jetzt 1 von 3. Weil ich jetzt auf 1 sammeln sollen. Ich hab 3 von 3. Ja, und ich würde halt sagen, wir gehen halt jetzt in die Impis-Phase und dann zurück zu der anderen Phase, weil wir jetzt gerade hier sind. Ah, da. Es war dumm von euch, hierher zurückzukehren. Oh, das sieht mal wieder nach einem Kampf aus. Die Sachen, die ihr meinen Schergen abgenommen habt, Gefährten versteht man wenigstens. Mit ihnen kann ich Rache an Lord Farschall üben. Ich bin Lord Vakuus, der Eroberer von Beggaren, Bezwinger von Garatak dem Versenkten. Gebt zurück, was ihr gestohlen habt, oder geht in Flammen auf. Ihr seht gar nicht aus wie ein Sith. Vielleicht schärft der Tod ja euren Blick. Er hat Strumpfhose. Das ist der Umschmeißung, weißt du? Komm, Primo, bisschen. Ach, komm mal, du, so ein kleiner R2. Das war's schon. Wieder gerade rüber, wir müssen noch die Quest abgeben. Motorfähig ist schon Level 30. Was kann ich nicht sagen? Ich bin schon seit einer Weile Level 30. Warum bist du weiter vorne wie wir? Wir waren doch immer gleich. Also im Trio. Ich weiß es nicht. Ah, ich hab hier Fähigkeiten, mich aus dem Würgegriff rauszuholen selbst. Bei mir läufst du wie auf einer Stelle. Immer? Irgendwie mal, wenn du was eingesammelt hast, läufst du erstmal auf einer Stelle und dann. Typisches Arc-Syndrom eigentlich. Dieses Zurücksetzen oder nach vorne fliegen dann. Als wärst du jetzt auf so einem Laufband und dann bist du plötzlich ganz vorne. Ja, das ist so eine Desync. Ein Spionagenetz berichtet mir, dass ihr meine Feinde zermürbt und die verlangten Symbole der Macht gefunden habt. Gebt mir einfach die Daten, damit ich endlich gehen kann. Ich hatte sie nicht vergessen. Auch ich war fleißig. Hier sind die Daten, die meine Diener sammelten, bevor der Tempel sie veränderte. Soll das Imperium daraus machen, was es will? Ich hoffe, ich muss mir euer Gesicht nie wieder ansehen. Da fällt mir ein,
Es gibt noch eine letzte winzige Sache, die ihr für mich tun könnt. Macht ist ohne Untertanen schließlich wertlos. Ich wäre euch also dankbar, wenn ihr den Imperialen bei der Abgabe der Daten raten könntet, weitere Expeditionen zu schicken. Ich werde darüber nachdenken. Ich versichere euch, meine Dankbarkeit wird groß sein, wenn ihr mir mehr Sklaven als Anhänger schickt. Wieso durften wir den dort umbringen? Ich wollte mir auch kaputt machen. Ich glaube, wir müssen für die ganze Quest jetzt zurück, ja, zu dem Gleiterpunkt. Das heißt Schnellreise? Ja, zum Außenposten Warden. Außenposten. Da. Ah, die einzige Macht, die stärker ist als der Tempel. Hattet ihr Glück mit den Daten? Das braucht sicher jemand dringender als ich. Ihr habt es geschafft. Ich gestehe, ich hatte nicht damit gerechnet. Was für eine Erleichterung. Jetzt brauchen wir keine Expeditionen mehr hineinzuschicken und Sklaven zu verschwenden, die Denkmäler für das Imperium bauen sollten. Ich finde, die Daten erfordern, dass ihr mehr Expeditionen schickt. Ihr habt sie euch also angesehen? Nun, das ist nicht meine Entscheidung. Aber ich gebe eure Empfehlung an meine Vorgesetzten weiter. Ich bin sicher, sie werden die Weisheit meines Rates erkennen. Mit Sicherheit. Und jetzt sind wir hier fertig. Lebt wohl. Und danke für die Daten. Man wird euren Dienst am Imperium nicht vergessen. Ui. Ich weiß nicht, für welche Kiste ich mich entscheiden soll. Angriffskraft als CD ist ganz gut. Bei mir hat beides Angriff. Bei mir ist beides genau gleich. Ja. Dann nimmt doch irgendwas. Ist sowieso schwächer wie das, was man besitzt. Leider, ja. Na, Foxy, da ist dann Briefkasten unter dem Gespräch. Was? Warte. Ihr seid zurück. Und die Kammern der Alten sind hoffentlich versiegelt. Besonders die von Kelet-Ur. Ich darf gar nicht daran denken, was passieren würde, wenn Kelet-Ur mit seinen wahnsinnigen Ideen wieder auftauchte. Ich denke, man sollte seine Geheimnisse untersuchen. Was? Was ist das? Wie konntet ihr... Ich will damit nichts zu tun haben. Zerstört es, vergrabt es, sperrt es weg. Das ist doch nicht etwa Angst, die ich da rieche. Ihr versteht das nicht. Im Lauf der Geschichte hat das Licht immer versucht, die Dunkelheit zu zerstören. Der Imperator tat recht daran, Kelet-Ur für seine Ketzerei zu töten. Friede, Gelassenheit... Diese Worte unterdrücken die Emotionen, die uns antreiben. Wäre es nicht klug von uns, die Lehren des Feindes zu kennen? Nein, das ist nicht... Ach so, ja. Ich verstehe jetzt, was ihr meint. Gut. Ich werde die Lehren von Kelet-Ur studieren, auf dass die Dunkelheit das Licht besiegen möge. Und jetzt geht bitte. Der Tempel ist gesichert und ich muss diese Lehren in meine Gemächer bringen und dort sicher verwahren.
Spinner. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Leben Sie wohl. So, dann machen wir mal Briefkasten. Ja. Und du wolltest diese eine Rüstung da haben, ne? Müssen wir ja trotzdem erklären, wie. Muss erstellen, ne? Meine Nachricht zu senden, musst du Abonnent oder bevorzugter Spieler sein. Was? Na, super. Aber handeln darfst du auch nicht als Abonnent und bevorzugter Spieler. Wo würde man denn handeln? Rechtsklick auf sein Porträt machen und dann, Gastspieler, wenn er nicht handeln. Vielleicht darf sie auf mich. Nur Abonnenten und Spieler mit bevorzugtem Status können an einem sicheren Handel teilnehmen. Was ein Scheiß. Kriegen wir hin fürs nächste. Okay, Mal. Heldentransport, alte Freunde. Den Teleporter, der da ist, das Item, das benutzen. Warum leuchtet das Ding da? Nicht wählbar für dieses Gespräch. Wie gesagt, bei der Heldenmission habt ihr recht ein Symbol, das anklicken, dann werden wir direkt zu der Heldenquest teleportiert. Oh, was hat denn der für ein Schiff gerade gehabt? Ach. Hammer. Hast du noch gesehen? Ja, Hammer. Du, die Freunde kann niemand trennen. Okay. Warum hat sie gewunken? Anscheinend machen wir das immer. Ich habe alle ein bisschen gestaunt. Ist wohl die Schnellreise. Schlitze, Schatz! Oh, ich hab dich einfach rum, die anderen machen dich kaputt. So, wär's gut. So. Wir müssen jetzt erst die drei Thermalgitonatoren suchen, dann dürfen wir auch hier zu dem Schiff. Das Ding ist erstmal explodiert gerade. Und der erstmal, der hat so Kartell-Tierchen. Ja. Wie der da drauf hängt, das sieht schon komisch aus. Wir müssen hier halt einfach jetzt ein paar von den Mobs töten, wenn wir dann wieder welche finden. Ja, wenn du hinter dem Stell? Statt so weit zu laufen, da hinten werden 2-3 gewischt. Hier ist ein Bett von draußen. Kann er nichts mitmachen. Was ist das? Das ist für Imperator. Ich steck fest. Maunde? Na, ja, mach dir Glück, dann mach ich her. Irgendwie sind es jetzt alle 30, nur ich noch nicht. Foxy. Was? Beruf. Hacken. Deine Fähigkeit hacken liegt jetzt 59. Ist die, der Dings eigentlich zurück?
meinen Gefährten nochmal losgeschickt. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, wie das geht. Auf B. Ich konnte nur nicht losgehen. Zu wenig Pfeile. Ja, dann geh auf nochmal auf B und nimm den anderen Beruf, plündern. Dann geht ein Missionsfenster auf und dann kannst du ihn dort auf eine Mission schicken. Ja, das habe ich doch gemacht. GZ Foxy. Was? GZ? Annulation. Sie kriegt es nicht mit, wenn sie 30 wird. Gerade hast du noch gemotzt, jetzt bist du gewonnen, hast gar nicht bemerkt. Ja. Ach so. Da hat er schon wieder gepupst. Eieieiei. Du müsstest Fähigkeit haben, um aus sowas rauszukommen. Ja, aber... Ist nicht bedrohlich, das geht nie, ne? Ja. Wir laufen dann wieder zurück auf dem Weg zum dritten Thermaldetonator. Da hat er auch noch gelebt. Hier haben Söldnertruppen 14. Also müssen wir die töten und. Jetzt habt ihr jetzt alle drei? Die Fähren, ja. Was denn? Nein, drei Thermaldetonatoren. Ja, okay, habt ihr auch. Und weitere Söldnertruppen eliminieren. Aber die kriegen wir ja eh gleich. Ja, drei Stück noch. Ja. Hat für alle gezählt, oder? Mhm. Das sind schon schon mal, wo ich gecharged bin, ist es weg. Jetzt ist es wieder da. Was ist denn? Unsichere Ladung. Was steht da? Ach, das war die Wette. Sorry. Vom Blündern ist die zurück. Spannende Aufgabe.